Boing! Webcam gewünscht! Moin gewünscht! Endlich wieder da mit Gesicht und allem schön und Potter Wollo! Potter Wollo! Wollo Wizard! Hallo? Ne? Endlich back to the roots. Jetzt gibt's den alten Wollo wieder, der so redet. Na, wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ah, oh, Schokolade. Ricky ist runtergefallen. Mann. Oh, Schokolade. Hast du früher Schokolade statt Scheiße gesagt? Ich habe bestimmt auch mal Schokolade gesagt, ja. Ach, du Scheiße. Ach, du Schokolade. Ich war family-friendly. Ich hab das von Let's Play Markus damals gelernt. Der war family-friendly, also war ich auch family-friendly. Aber irgendwann bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ne? Nee, das darf man nicht. Das darf man nicht? Darf nicht seinen eigenen Weg gehen. Man muss dann irgendwie... Dran bleibt immer das Anhängsel, sozusagen. Obwohl man es gar nicht ist, weil der einen nicht mal kennt. Ja, ja. Das ist dann so. Ich bin ja auch das Anhängsel von dir. Ja, aber Ricky, apropos Anhängsel, ne? Denn von mir ist mal gutes Crash-Gameplay gewohnt, von dir aber nicht. Und man hat einen Verdacht, woran es liegen könnte. Na. Du benutzt den Analogstick. Ja. Ja. Aber ich habe noch nie Steuerkreuz für irgendwas. Ja, dann fang doch jetzt mal Nein, an. Nein, werde ich nicht. Ja, Leute, und das einfach nur, weil Cry schon wieder rum. Cry macht auch immer so Kommentare. Ja, aber das Spiel ist damals... Der heult auch immer nur rum, Alter. Das ist aber auch ein Steuerkreuz-Spiel. Nee, aber Cry geht mir auch schon wieder auf den Sack. Der macht Kommentare, die sind so 40 Meter lang, weißt du, halbe Biene, Bibel, ganzer Hurensohn. Weißt du, das ist so wieder... Boah. Das trifft's, ne? So richtig pass nervig. Pass auf, ich kann auch mehr über Cry herziehen. Nein. Der hat wieder Stress mit Leuten und so, ne? Schon wieder? Das wäre was Neues. Ich wollte die Geschichte mal hören. Und ich habe jetzt auf Discord, ADHS-mäßig, habe ich es nur noch nicht gelesen, weil es gar nicht ist. Es ist mir fast unmöglich, Digga. Da muss ich mir eine Woche für Zeit nehmen. Da steht einfach eine 14 und der hat die 14 Nachrichten voll ausgeschrieben. Nee. Der hat mir den Herr der Ringe dahingelegt. Einfach mal so. Auf spontane Hase. Krass. Das soll ich jetzt lesen. Also was heißt, also ich werde das noch lesen, ich will es auch wissen, aber mein ADHS-Gehirn funktioniert halt so, wenn ich sowas sehe, dann macht er zu. Ne? Dann ja. Macht das instant zu. Das ist wie, wenn ich eine Sprachnachricht kriege von da, Grüße an Cornelius, der macht das gerne, die dann einfach, da steht einfach 8 Minuten 40. Ja, hätte ich mich auch anrufen können. Digga, wenn da 8 Minuten 40 steht, du glaubst, da kann ich auch niemals drauf antworten. Ich weiß doch nichts mehr davon. Das Witzige ist denn so, dann ist die Sprachnachricht vorbei, dann kommt nur so ein Okay. Nee, das mache ich nicht. Ich versuche dann schon wirklich immer auf alles einzugehen. Und die meine Sprachnichten werden dann die ganze Zeit so, ja, warte, was war da noch? Mach die Stichpunkte. Ich will mir nicht einen Block holen und Stichpunkte machen für eine scheiß Sprachnachricht auf WhatsApp. Digga, das ist eine Katastrophe. Ja. Fasst euch doch mal kurz. Man kann sich auch kurz fassen. Aber, und jetzt mal zur eigentlichen Kritik. Wenn ich jetzt das Steuerkreuz anfasse, auch vom das fühlt sich so komisch an, weil ich noch nie Games mit Steuerkreuz gespielt habe. Es ist einfach nicht meine Generation. Oh. Ja, ich kann das nicht. Das fühlt sich komisch an für mich. Ich bin Generation 3D. Aber das hier ist nicht 3D. Doch, siehst du hier richtig. So. Wäre aber leichter, wenn du da halt immer eine gerade Linie laufen Nein! Würdest, weißt du? Dann würdest du auch nicht von den Seilen fallen so leicht. Deswegen bist du da auch immer so schnell runtergerutscht. Ich habe mich so gewundert, wie das passieren konnte. Aber jetzt macht das auch voll viel Sinn. Ich werde kein Spiel mit Steuerkreuz spielen. Auf den Analogstick wäre ich in diesem Spiel nicht mal gekommen, Bruder. Das wäre mir nicht Nein, in den Sinn gekommen. Ich werde niemals dieses scheiß Steuerkreuz benutzen. Leute, er ist so ein Nutten, oder? Können wir darüber mal reden, was Ricky für ein scheiß Nutten ist? Das ist unerträglich. Unerträglich. Ja. Beratungsresistent. Ja, bin ich auch da bei dem Punkt. Es ist mir auch scheißegal, was ihr alles sagt. Ich lass mir doch von Harry Potter da nichts sagen, Alter. Harry Potter, Alter. Harry Potter. Das bin ich. Ja. Ich bin Harry Potter. Ja. Der haarige Potter bin ich. Wir haben gut behaarten Arsch, da kann man nichts sagen, du. Hab ich schon mal gesehen, das sah echt gut aus. Den hast du nicht gesehen. Natürlich, als du dich gebückt hast. Ja gut, das kann sein. Ja. Das ist nicht unmöglich. Toyota. Alter. Ich habe letztens eine Werbung für Skoda gesehen. Und da das erste Mal erfahren, wie man Skoda richtig ausspricht. Was ist denn Skoda? Skoda. Ach, das Skoda. Hat man nicht auf dem Schirm. Wer fährt schon Skoda, ne? Das ist so. Also, wer fährt ein Skoda, Digga? Skoda sind gute Autos. Ja, aber mal irgendwie, weiß ich nicht, die haben nicht so ein Auto, wo man sich denkt, so, boah, das hätte ich gerne, oder? Wüsst du jetzt ein Skoda-Auto, wo du denken würdest, boah, das hätte ich gerne? Nee, ich wüsste ja nicht mal generell ein Auto, wo ich denke, das hätte ich jetzt gerne. Bei Mercedes und schönen AMG?
Nee. Und so, da wüsste ich schon was, ne? Nee, oder bei Chevrolet, da wüsste ich auch was. Chevrolet. Camaro. Oder bei Ford einen schönen Mustang oder so, dann wüsste ich schon. Aber bei Skoda, Digga, da kommt mir irgendwie nicht sowas in den Sinn. Oh, weiß nicht, aber ein AMG finde ich immer so. Nissan würde ich sagen, ein Skyline oder so könnte man sich geil geben. Aber Skoda? Das sind jetzt so. Sowas wie Hyundai. Da gibt's auch. Da wüsste ich auch nichts. Das sind halt so Poll-Fahrzeuge, ne? Ja. Ja, will, ja. Ich, ja, will ich ja nicht. Was bin ich denn? Ein Proll. Ja, siehst du? Ein protziger Proll. Ein Proll, der leider aktuell nicht prollen kann. Leute, das ist hart. Das ist richtig hart. Hat sich für 500 Euro eine Klimaanlage gekauft, Leute. Das stimmt nicht. Für 350 war die. Und die habe ich mir gekauft, damit hier weiter Videos kommen, ihr Fotzen. Also, was redet ihr da? Das war eine Arbeitsanschaffung im Großen und Ganzen. Genau, ihr Fotzen. Wenn ich nichts mache und hier bei 34 Grad durchkoche, das geht auch zur Not. Aber ich kann da nicht mehr was machen hier. Und keine Webcam. Und keine Webcam, dann würdet ihr auf diesen wunderschönen Anblick verzichten. Die Brille ist wirklich der Wahnsinn. Die Brille ist wirklich so. Ich finde die voll geil, ey. Ich finde die einfach voll. Also, ich finde es wirklich geil. Ich finde es geil. Ich finde es so geil. Das ist verrückt. Rausgehen würde ich damit nicht. Ah, für den Stream ist das gut, sagst du. Aber für Stream und Videos? Doch, ist ja mega. Das macht halt auch noch witziger. Dass das einfach so eine Karnevalsbrille ist. Da fehlt halt nur noch so dieser Schnauzbart und diese dicke Nase, die vorne noch so dran ist. Ich seh unheimlich sexy aus. Ja, du siehst wirklich damit gut aus. Es ist doch nicht mal böse gemeint. Das ist so einfach auch traurig, wie gut ich mit so einer Karnevalsbrille aussehe. Dass ich damit besser aussehe als ohne. Das ist das. Na, du bist halt richtiger Clown. Ja, genau. Einfach ein Clown geworden. Du hast mich zum Clown gemacht, Ricky. Ja, das ist ja okay. Clowns sind witzig. Auf jeden Fall. Hattest du früher Angst vor Clowns als Kind? Nee. Aber heutzutage, also ich finde heutzutage Clowns gruseliger als früher. Also auf jeden Fall. Oh. Ja, ich muss auch sagen, also ich fand auch noch nie Clowns irgendwie cool oder so, ne? Das war nicht so, dass ich dachte, boah. Nee, ich auch nicht. Warst du mal im Zirkus? Ja. Oft? Ja, klar. Wir sind ja dadurch, dass wir Schauspieler sind, immer viel mit Zirkusleuten ja auch. Ich hab's mir fast gedacht. Ne? Ist einfach so. Und dann war halt immer so umsonst. Und dann wurde ich auch immer natürlich zufälligerweise auf die Bühne geholt mit den Clowns und so, ne? Boah, mich haben auch mal Clowns hochgeholt auf der Bühne. Hab ich auch schon tausendmal erzählt, aber erzähl ich's hier nochmal. Es gibt ja auch noch neue Zuschauer. Das war im Phantasialand. Und was da passiert ist, das wird jetzt heutzutage keiner glauben. Aber ich war da so. Boah, lass mich 12 vielleicht gewesen sein, sagen wir mal, ne? Und wir saßen in so einer Zaubershow in Reihe 1, weil mein Vater da unbedingt in Reihe 1 sitzen wollte. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war, passt gar nicht zu ihm. Also zu seinem Charakter-Arc passt das null. Aber gut, so, wir mussten da unbedingt früh hin und dann waren wir da in dieser Vorshow und da waren dann Clowns, die da rumgehangen haben. Wie lange ist das Level denn? Das ist ein bisschen länger. So, und diese Clowns, die haben dann mit den Leuten so ein bisschen Show gemacht. Ne? Und unter anderem auch mit mir. Und die haben mich dann gepackt. Ich sollte den einen Arm hochmachen. Hat mich der eine dann dran festgehalten an dem Arm. Den anderen Arm. Und dann haben die mich einfach so flipp, komplett einmal 180 Grad wupp, rumgewirbelt. Das höre ich das erste Mal in meinem Leben. Und dann ist ja gut. Ja. Ist genauso ja gut. Wie Leute gesagt haben in den Kommentaren. Dass kann das man sich aber heutzutage bei mir nicht mehr. Das wäre heutzutage nicht mehr möglich, Leute. Doch, klar. Ah, weiß ich nicht. Wenn der Clown Mark Henry wäre, wird das gehen. Boah, Mark Henry, der ist so stark, ne? Das ist auch stark. Das war ja lange Zeit Strongest Man Alive. Naja, ja. Nee, war tatsächlich. Das hat jetzt nichts mit Wrestling zu tun. Also ja, er ist auch Wrestler gewesen danach, aber er hat tatsächlich mehrere Strongman-Contests gewonnen. Und wurde tatsächlich. Wie macht ja dann auch Sinn, dass man dann Wrestler oder sowas wird. Ja, schon, ne? Ne? Irgendwie. Da verdient man gutes Geld und. Und er war tatsächlich für Worlds. Brauchst Strongest. Halt diesen Körperbau auch. Und er hat nicht den Körperbau eines Wrestlers gehabt. Aber er war halt wirklich the world's strongest man. Das ist halt schon. Und der wird nicht rumwirbeln wollen oder der wird sich fühlen wie eine Ballerina. Gut, der war ja nur world's strongest man, weil ich bei dem da nicht mitgemacht habe. Ja, natürlich. Du bist world's stabilster Mann. Weil du stabil bist, Bruder. Du bist stabil. Danke. Danke. Nee, ist cool von dir. Finde ich süß. Muss aber nett sein, ne? Süß von dir. Ja. Okay. Ja.
Irgendwas wollte ich heute ansprechen, ne? Ich hab's aber vergessen. Ah, genau, es ging auch. Na, ist auch nicht so wichtig. Wobei, du redest ja jedes Mal darüber, wie vergesslich ich angeblich bin. Ne? Angeblich. Ja. Ja. Und mir ist was aufgefallen letztens. Ich gucke ja bei jemandem so einen Stream mit verschiedenen Spielen und der musste Mario und Luigi Superstar Saga spielen. Ne? Ja. So, und dann gucke ich das so. Das ist auch ein Game, was ich unbedingt mal testen würde, ne? Also so generell die Mario und Luigi. Ist geil. Ich habe es jetzt nochmal so gut wie ganz gesehen, ist fast durch. Hat mir gut gefallen. Und ich habe festgestellt, vor 8 Jahren habe ich das Let's Played. Ja. So, und das Gruselige bei dieser Sache ist jetzt, ich habe mir das Spiel angesehen und bei keiner einzigen Stelle, Ricky, nicht bei einer einzigen hat es irgendwie Klick gemacht, von wegen, das kommt mir bekannt vor. Egal, wie krass die Sachen da drin waren, ich hatte keinerlei Erinnerung daran. Null. 0,0. Gar nichts. Nichts. Null. Nichts ist hängen geblieben. Das ist verrückt. Du bist hängen geblieben. Und ja, und das macht mir ein bisschen Angst tatsächlich. Also, weil ich habe das Let's Play mir sogar noch angeguckt. Ich habe das gemacht. Also. Aber auch wie ich da rede in dem Let's Play, ne? Ich weiß davon alles nichts mehr. Also ich könnte das gar nicht mehr, könnte das gar nicht wiedergeben. Wüsste ich aber auch jetzt. Es ist einfach, ich glaube halt tatsächlich, ich wurde vielleicht doch ausgetauscht. Aber du bist gar nicht der echte Wollo? Nee, ich glaube, ich bin wirklich ein Dimensionsreisender und in meiner Dimension habe ich das gar nicht gespielt. Das kann gut sein, ja. Weil sonst müsste ich davon noch was wissen. Bestimmt. Wie gesagt, das wird ja sowieso einiges erklären, ne? Warum ich hier so traurig bin. Ich glaube tatsächlich, dass alle Depressiven irgendwie Dimensionsreisende sind. Das ist meine Verschwörungstheorie. Weil wir aus einer besseren Welt kommen, wo es Knackeis gab und so. Wo es Knackeis gab. Das ist alles. Wo die. Ja, keine Ahnung. Du hast doch geiles Kratzeis, Wollo. Halt's Maul, Digga. Kratzeis ist das Beschissenste, was es jemals gab. Das gab's in meiner Dimension nämlich auch nicht. Deswegen habe ich das auch so gewundert, als Leute damit ankamen. Wieso hat der Klopapier da? Weil meine Nase läuft. Und meine Taschentücher leer sind. Ich bin halt immer noch ein bisschen erkältet, Leute. Und trotzdem sitze ich hier morgens früh und nehme Heu auf. Boah, du alle machst. So früh ist es nicht. Es ist 11 Uhr. Lass doch nicht verarschen. Der ist, dem geht's gut heute. Ja, was heißt gut? Konnte sich auskurieren auf der Arbeit, konnte er sich ausruhen. Weil du warst da ja nicht mal den ganzen Tag, hast du noch genug gestreamt, hab ich auch mitgekriegt. Hey, ich war den ganzen Tag da. Nein. Doch, ich war gestern und vorgestern den ganzen Tag da. Nein, du warst gestern nicht den ganzen Tag da. Du hast gestern fast den ganzen Tag GTA. Digga, ich war um 18.30 Uhr war ich zu Hause. Ich habe nicht den ganzen Tag GTA gespielt. Ich bin um 20 Uhr live gegangen, kurz vor 20 Uhr. Das ist eine Lüge. Das muss eine Lüge sein. Das kann gar nicht keine Lüge sein. Leute, der will schon wieder gaslighten, der Typ. Ja, du kannst weiterspielen. Ich gehe gerade auf deinen Kanal. 7.15 Uhr habe ich gepostet. Maxi vs. Stahl. Ich bin so zwischen, ja, so 7.15 Uhr bin ich live gegangen. Also halt's Maul. Ich war den ganzen Tag GTA spielen. Hm. Hat sich so angefühlt für mich. Sprichst du mir meine Gefühle gerade ab? Ja. Was heißt das? Ja. Das tust du? Ja, tue ich. Was muss ich bei dir nochmal machen? Der traut sich was. Ah, okay. Raten. Ja, okay. Oh mein Gott. Das soll eigentlich landen. Also, das landet da und dann kannst du es wegbringen. Nee, ich mach das so. Das ist cool. Nee, das kannst du so nicht machen auf Dauer. Weil da werden Sachen im Weg sein. Und außerdem musst du darauf achten, dass da nicht gerade so ein Ding vor dem ist. Ist ja nicht. Ne? Ja, genau. Ich sag's nur. Ich wette, du schaffst es nicht, First Try. Okay, Wette gewonnen. Das war einfach. Das war völlig einfache Wette. Ricky wollte mir gönnen, Leute. Das ist halt so. Man muss auch mal gönnen. Eben. Ach ja, ist das alles schön. Auch gewagt? Ach, guck mal, Cry, ich lauf 3D. Oh, Cry. Ja. Jetzt geht das schief. Ich doch schon komm. Oh, 3D. Du kannst übrigens auch 3D laufen mit dem Steuerkreuz. Das hast mich so abgelenkt, weil ich Steuerkreuz gekriegt habe. Stark hast du 3D gelenkt. Ich kann sogar diagonal gehen. Ja, kannst du mit dem Steuerkreuz auch. Oh, wie nervig ist denn das Steuerkreuz spielen? Ich spiel's mit dem Steuerkreuz in was. Guck mal, oh, viel besser direkt. Oh, guck mal, wie genauer er sich plötzlich bewegen kann. Merkt er auch, ne? Scheiße. Nee, es ist genau das Gleiche. Ja, dann kannst du mit dem Steuerkreuz weiterspielen, wenn es genau das Gleiche ist.
Ja, guck mal, jetzt ist er nicht mehr auf Steuerkreuz. Jetzt merkt er, es war doch mit Steuerkreuz eigentlich besser. Nee, war's nicht. Mach mich doch nicht irre, mal mit deinem scheiß Steuerkreuz. Das Gute ist, gleich kriegst du die Mitleidsmaske und dann schaffst du es wahrscheinlich. Scheiß Puma. Leute, du musst dein Steuerkreuz benutzen. Wir sind halt Leute mit. Das nennt man nicht Boomer, das nennt man Leute mit Videospielerfahrung. Menschen mit Videospielen. Ich hab das schon mal mit Analogstick durchgespielt, dann spiel ich nochmal mit Analogstick durch, kleiner Wichser. Das nennt man nicht mehr Wichser, das nennt man Menschen mit Handbetriebshintergrund. Ja, genau, so wie man auch sagt, einer Sohn einer Vaginalfachverkäuferin. Das finde ich gut. Vaginalfachverkäuferin. Ja, es ist so. Ja, es gibt die Bäckerei-Fachverkäuferin und es gibt die Vaginalfachverkäuferin. Ja. Natürlich, macht Sinn, ne? Ach, Ricky. Mensch, weil ich auf deine schöne Brille geguckt habe da oben. Das ist ja auch, das kann ich bei mir abgelenkt. Das schöne Gesicht da oben, das ist auch ablenken gerade wieder. Wenn er so ein freundliches Gesicht die ganze Zeit freundlich ist. Schlimm, das ist auch nervt. Mann. Man sich denkt, ach, guck mal. So, mit, lass mal. Der feuert mich an. Endlich. Aber jetzt haben wir eine Chance. Der ist doch gar nicht schwer eigentlich. Ich stelle mich gerade nur wirklich an. Nee, der ist auch gar nicht. Ich stelle mich auch wirklich gerade einfach nur an. Der schwere Teil kommt eigentlich noch. Am Ende. Jetzt wird einfach auf Timing gespielt hier. Bitte leise, ich muss mich konzentrieren. Ja, ich muss jetzt ruhig sein. Oh Gott. Hast du eine Mitleidsmaske, alles gut. Einmal darfst du failen. Let's fail. Crash Bandicoot. Boah, Ricky, wir müssen mal wieder richtig oldschool werden. So, ne? Mann, ja, pass auf, machen wir nächste Folge. Und auch die Titel ein bisschen ändern. Und zwar nicht das Let's Play nach hinten schreiben, sondern nach vorne. Oh ja, direkt, dass man sieht, Let's Fail. Let's Fail, Crash Bandicoot. Jetzt kannst du es eigentlich nicht mehr nicht schaffen. Außer du schmeißt ihn gleich gegen so eine Lore. Okay, du kannst noch failen. Ja, das ist nämlich das Ding. Boah, er ist so ein Macher! Geil! Digga, wie kann man so ein Macher sein? Tschüss! Besiege Koala Kong. Ich glaube, eine Trophäe. Mhm. Schön. Ist das nicht schon die letzte Insel jetzt? Nee. Ja, grundsätzlich ja, aber die ist jetzt doch ganz schön lang, ne? Hm. Ein bisschen was kommt noch. Also, wir werden heute, glaube ich, nicht fertig. Nee, meine Lieben. Komm. Aber der Part ist fertig. Ach, guck mal. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir spielen. Also, wenn ich spiele und ihr euch wieder aufregt und Cry wieder rumheult wie ein Pussy. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.